Willkommen zu M-Kurz hier bei 3x M. Ja, die Weihnachtsmärkte haben wieder eröffnet und irgendwie ist so seit 2 Jahren bei vielen Weihnachtsmärkten etwas anders. Die sind schön geschmückt, haben schöne Weihnachtsbuden, die Stimmung ist schön, es riecht nach Lebkuchen, nach Glühwein. Aber irgendwie ist was anders. Es befinden sich um Weihnachtsmärkten, je nach Standort, solche komischen Betonpoller, so Riesendinger. Werden diese Weihnachtsmärkte damit eingezäunt? Und wir wissen ja alle warum. Und der Witz ist, im Land, im Inneren des Landes, werden Veranstaltungen geschützt. Die Grenze bleibt offen. Also der Irrsinn des Wahnsinns, die treffen sich hier. Ne, wir haben hier das Schengener Abkommen, Reisefreiheit innerhalb der EU. Nur wir wissen alle, aus Ländern außerhalb der EU kommen Menschen, die normal nicht so durchreisen dürften in Europa durch diese offenen Grenzen. Diese Menschen müssten kontrolliert werden. Und wir wissen auch alle, die kommen teilweise ohne Pässe ins Land. Keiner weiß, wer das ist, woher der kommt. Man weiß nichts über diese Leute. Und die marschieren durch Europa, über die Grenzen, rufen Asyl. Ach, willkommen, ja. Kurz, vollkommener Kontrollverlust innerhalb Europas und vor allem Deutschlands, der dazu führt, dass wir ganz einfach mal Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte eben schützen gegen Wahnsinnige, die dann meinen mit LKWs, das ist nämlich so seit diesem Anschlag, Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz, auf den Weihnachtsmarkt, Breitscheidplatz in Berlin. Seitdem passt man groß auf, dass da nicht noch weitere irgendwie über die Weihnachtsmärkte drüber fahren. Das ist alles Ergebnis oder ein Synonym auch für diese Merkel-Politik. Eindeutig für mich. Brauchen wir gar nicht jetzt diskutieren. Wenn Menschen, die ohne Pässe und ohne Berechtigung einfach ins Land kommen und Asyl sagen und dann ist alles in Ordnung. Das geht schon mal an sich nicht, weil im Grundgesetz steht ja auch, wer im Asylrecht steht ja auch, wer aus Drittländern kommt, aus sicheren Drittländern, der hat gar kein Recht auf Asyl. Wenn man dagegen handelt, dann soll man erstmal das, sag ich mal, neu formulieren oder neu gesetzlich verabschieden und nicht einfach dieses Recht brechen. Ne? Da wandern Leute über, 5, 6 Länder und wollen nach Deutschland. Ne? Es geht einfach so. Ohne Pass, ohne Registrierung in anderen Ländern, wo sie ja eigentlich schon registriert werden müssten. Keiner weiß, wer das ist, woher der kommt, was der will. Einfach Asyl sagen und hier sind wir. Nee, Freunde, ich habe da schon so meine Probleme mit pauschaler Toleranzromantik und ich bin aber beileibe nicht der sich dann in die gewisse extreme Ecke mancher irgendwie schieben lässt, die ebenso Ansichten vertreten, mit denen ich auch nichts anfangen kann. Ich bin ein ganz normaler Bürger, der ein bisschen nachdenkt und der sieht, dass da was nicht stimmt. Dass Weihnachtsmärkte nicht mit Betonpollern, sogenannten Merkelpollern, gesichert werden müssen, weil unsere Grenzen offen sind, denn es kommen Leute ohne Pässe, die keiner weiß, wer das ist. Leute, das ist doch kein Staat mehr. Das ist doch kein sicherer Staat mehr, der so mit seinen Bürgern umgeht und diese Bürger einfach diesen Gefahren aussetzt. Und als einzige Maßnahme tun wir halt mal die Weihnachtsmärkte mit Betonpollern schützen, damit unsere Bürger
nicht mit LKWs plattgefahren werden, was ja vorkommen kann. Ist zwar unschön, aber das lässt sich nicht vermeiden. Dafür haben wir ja die Grenzen offen. Das ist doch schön. Wir sind doch tolerant, weltoffen. Kann kommen, wer will. Es gibt doch keine Grenze mehr. Ja, so denken Linke. So denken Menschen, die den normalen, gesunden Menschenverstand abgelegt haben. Die in einer Gedankenwelt sich aufhalten, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das wollte ich mal der kurzen Statement sagen. Denn ich gehe auch wieder auf Weihnachtsmärkte oder ich sehe auch Berichte darüber, dass es viele gibt, wo diese Betonpoller diese Weihnachtsmärkte schützen und leider sich wenige Menschen Gedanken machen, die auf diese Weihnachtsmärkte gehen, woher das denn kommt, dass der Weihnachtsmarkt geschützt werden muss. Ja, es ist halt so in der heutigen Welt. Und viele sehen es noch positiv nach dem Motto, ui, der Staat, der denkt ja an uns, der schützt uns ja mit Betonpollern. Das ist aber toll, dass der Staat uns schützen will. Hallo, noch sonst noch ganz normal, ne? Ja. Wir schützen Veranstaltungen im Land, weil die Grenzen ungeschützt sind, beziehungsweise nicht geguckt wird, wer ohne Pass reinkommt und all der Wahnsinn. Ich muss mir mal kurz in diesem M-Kurzformat vom Leib reden. Das war's schon. Wie ist eure Meinung zu diesen geschützten Weihnachtsmärkten? Könnt ihr es vielleicht verstehen? Dann schreibt bitte eure Meinung im Kommentarbereich. Lese ich mir gerne durch. Vielleicht kann ich es dann auch verstehen. Denkt ihr so wie ich? Könnt ihr es nicht verstehen? Überhaupt Veranstaltungen, dass die geschützt werden müssen? Könnt ihr verstehen, dass die Grenzen offen sind? Könnt ihr es nicht verstehen? Egal, welche Gedanken ihr habt, in den Kommentarbereich lese ich mir sehr gerne durch. Wenn es euch gefallen hat, mein Statement, dazu ein Like wäre wunderbar, ein Abonnieren des Kanals. Ansonsten bis zum nächsten Video. Wie ihr merkt, es geht in diesem Format ganz schnell. Bis die Tage, Freunde, macht's gut und tschüss.